Wer bist du? Das muss eins von den Precursor-Orakeln sein, von denen der Weise dauernd erzählt. Hoffentlich sind die nicht genauso hässlich wie er. Oh, wie charmant. Wer weckt das Orakel auf? Wartet. Einer von euch hat das innere Licht. Seit Anbeginn der Zeit suche ich und warte auf die Rückkehr des wahren Helden. Das bin ich. Bringt mir 120 Precursor-Orbs für jede Energiezelle, die ich besitze. Okay. Ich habe nur 106. Demnach gehe ich davon aus, dass ich ein bisschen zu wenig habe. Ah, verdammt. Aber hier liegen ja noch welche. Hier liegt reichlich. Verboten. Verbotener Dschungel. Okay. Njau, njau, njau. Was ist das? It's Peter Pan. Ein Wasserfall. Juhu. Und 117 Precursor Orbs. Eigentlich kann ich gleich direkt zurückgehen zum Orakel und. Und. Es bezahlen? Ja, jetzt nämlich zum Beispiel. Aber ich glaube, ich werde erstmal 240 sammeln. Also das Doppelte. Und da ist eine Schlange und wir töten die Schlange. Los, Schlange, stirb! Ja, du bist tot. Kinnhaken hätte dir gut gepasst. Kann man die Viecher auch töten? Na gut, man kann sie nicht töten. Aber man kann sie leiden lassen. Da ist noch so eins. Ihr könnt mir nicht entfliehen. Und jede Menge Kisten mit jeder Menge Lebensenergie. Wow, nein! Wow. Frag mich nicht, warum ich lauthals Nein schrie. Ich weiß es selbst nicht. Stirb. Stirb. Stirbt. Das ergibt Sinn. Stirb du auch. Das ist explosiv, würde ich mal sagen. Deshalb sollte ich die Kiste nicht zum Explosieren, zum Explodieren bringen. Hilfe, Kamera. Kamera. Okay, so geht's. Mein Gott, Trommeln im Hintergrund. Bin ich blöd? Trommeln im Hintergrund, alles klar. Ah ne, da oben war was, glaube ich. Ich habe was gesehen. Wer braucht solche Trommeln? Jetzt mal im Ernst. Das ist total unpraktisch. Hä? Ach so, das gehört dazu. Okay, ich sehe da hinten eine Spähfliege. Ich sehe hier dieses Monster. Ja, verdammt. Ja, verdammt. Lass mich nicht im Stich. Eine Spähfliege von 7. Das ist ein Siebtel der Gesamtheit der Spähfliegen in diesem Bereich. Es geht noch höher. Ich wusste, dass ich irgendwas gesehen hatte. Es geht noch höher. Und ich habe keine Ahnung, wie ich so hochkommen soll. Ich werde es schon noch rausfinden. Ah, schöne Aussicht. Was ist das denn jetzt für ein Lückenfüller gewesen? Nein! Egal, hier ist eine Spähfliege. Leute, es hat sich gelohnt. Was auch immer wir getan haben. Spähfliege. Kisten! Habe ich Kisten gesagt? Ich meine Truhen. Da sind Fische. Oh! Ja, allerdings sind da Fische. Welche von der angreifenden Sorte? Und wer bist denn du? Du Brückenbelagerer. Was hast denn da im Korb? Ach, nicht der Rede wert. Die Monster da im Ozean haben ein Stück aus meinem Boot rausgebissen. Und nun verleiben sie sich meinen Fang ein. Egal was ich mache, ich fange hier im Fluss einfach keinen Fisch mehr.
Vielleicht ist's dein Mundgeruch. Meinst du, kannst das besser? Versuch mal mit dem winzigen Netz Flussfische zu fangen. Kriegst eine Energiezelle von mir, wenn du 200 Pfund von den Viechers fängst. Und ich lass dich und ich knirps hier mein Schnellboot benutzen, um zur Nebelinsel zu kommen. Na, wollt ihr es versuchen? Ja, natürlich will ich's versuchen. Du musst drei Sachen wissen, wenn du fischst. Erstens kannst zwei Arten von Fischen fangen. Ein Pfünder und fünf Pfünder. Zweitens lässt du 20 Pfund von den guten Fischen entwischen, du, dann nehme ich dir das Netz weg. Drittens gibt's giftige Aale im Fluss. Auch wenn du nur einen von den Burschen erwischt, vergiftet er den ganzen Fang. Oh mein Gott. Lass es uns versuchen. Das Ganze läuft über Analogstick und funktioniert eigentlich ganz gut. Ich muss nur aufpassen auf die giftigen Viecher. Wie viel muss ich? 200, oder? Ja, okay. Das Wichtigste sind eigentlich die 5 Pfünder. Wenn ich 4 davon entwische, nein, jetzt habe ich einen verfehlt. Wenn ich 4 davon entwischen lasse, dann ist sowieso alles vergessenswürdig. Ist wirklich schwierig, hier gerade gleichzeitig zu reden und... Ja, ich weiß, ich bin gut. Und sich hierauf zu konzentrieren. Ja, oh, oh. Na. Don't. Nein. Doch. Bah. Okay, verfehlt 4. Das. Na, ha, hu. Ah! Nein. Leute, was ist los? Hat jemand Plutonium in den See geschüttet? Da. Yay. Nein. Wow. Okay, ich denke, die Welle habe ich überstanden. Ich sollte trotzdem noch Vorsicht walten lassen. Denn Vorsicht kommt vor dem vergesst es doch einfach. Ihr habt's geschafft. Ja. Hab 200 Pfund Bonnig Fisch gefangen. Ich weiß. Nicht schlecht für ein paar Landratten. Ich kann es besser. Hier, die Energiezelle. Und ihr könnt euch mein Boot vom Dock im Dorf holen, wenn ihr es braucht. Danke. Gute Jung. Okay, eine Energiezelle. Hör auf zu lachen. Yo.